Gelernt haben wir, dass wir jetzt hier eine Bedingung brauchen. Solange diese wahr ist, bleiben wir hier in der Schleife drin. Mehr müssen wir an der Stelle nicht wissen. Wir haben dann noch eine andere Schleife. Das ist die Do-While. Die Do-While-Schleife ist eine sogenannte fußgesteuerte Schleife. Hier bitte darauf achten, dass wir dann ein Semikolon hier haben zum Abschluss. Wir leiten also die Schleife ein mit Do. Das heißt einfach Tu. Und ich tue folgendes. Ich springe einfach in diese Schleife rein und mache meine Anweisung bis zu meinem While. Das heißt, die Schleife wird mindestens einmal ausgeführt. Und bei der While wird geprüft, ob die Schleife überhaupt ausgeführt werden soll. Das heißt, es kann sein, dass ich nie diese Bedingungen erfülle, die hier drin steht. Und ich werde die Schleife eben nie ausführen. Wenn es aber nur mal notwendig ist, dass ich die eine Schleife mal mindestens wenigstens einmal gemacht habe, dann mache ich die Do-Schleife. Die sogenannte fußgesteuerte. While ist kopfgesteuert. Do while ist fußgesteuert. While ist eine kopfgesteuerte Schleife. Wir haben hier kein Semikolon. Mein Anweisungsblock braucht keinen. Hier habe ich aber ein Semikolon, weil wenn ich hier kein Semikolon hätte, sollte jetzt der Compiler unterscheiden, dass normalerweise dahinter jetzt ein Block folgt und nicht. Hier schreibe ich jetzt ein Semikolon und dementsprechend weiß mein Compiler hier, diese While gehört zwangsläufig zu meinem Do und es passt, es ist syntaktisch einfach so gelöst worden. Und hier schreibe ich jetzt, mache ich es wieder so, int i gleich 0. Und gebe aus. Das hier out. Plus. Setze ich i wieder auf 0. Hier prüfe ich nochmal, wenn i kleiner 5 ist, solange i kleiner 5 ist. Gucken wir, ob wir irgendeinen Unterschied erkennen oder ein Unterschied da ist. Kein Unterschied. Das heißt, die Schleife funktioniert gleich. Ob ich das so mache, eine kopfgesteuerte Schleife oder eine fußgesteuerte Schleife, macht eigentlich in dem Sinne erstmal keinen Unterschied. Es wird aber Konstruktionen geben, wo es notwendig ist, mindestens eine Schleife ein einziges Mal durchzuführen und dann die Bedingungen zu prüfen. Und das wird man dann so lösen, dass man eine Do-While-Schleife benutzt. Ich guck mal kurz ins Buch, ob da ein Beispiel dazu verfügbar ist. Wir haben hier ein Menü realisiert im Beispiel, wo wir einfach ein Länderkürzel haben. Wenn wir die 1 eingeben, wird entsprechend der Wert für 1 ausgegeben, also Europa. Für die 2 haben wir Asien, Menüpunkt 3 ist Afrika, Menüpunkt 4 Amerika. Und dementsprechend wird in einem Switch dieser Wert abgefangen und das ganze Konstrukt liegt in einer Schleife drin. Also im Prinzip das, was wir hier als letztes im Programm hatten, einfach in eine Schleife gepackt, also ein Switch in einer Schleife. Schade, ich denke mal, wir werden aber später die Vorteile einer fußgesteuerten Schleife kennenlernen. Definitiv, im Moment fällt mir jetzt auch nichts Spezielles ein, wo ich das machen würde. Es hängt natürlich stark davon ab, was für ein Programm ihr gerade schreiben wollt. Das ist klar. Ja, gehen wir davon aus, wir wollen wir schreiben ein Programm, das mindestens genau wie beim Bowlen oder beim Kegeln. Bowlen kann man ja nur, wenn man mindestens einen Spieler hat. Das heißt, Benutzernamen eingeben. Da kann man ja seinen schönen Namen eingeben und der erscheint ja dann oben auf dem Display. So. Und dann gibt die Abfrage, wollen Sie noch mehr Benutzer einfügen? Spielen.
Bienen noch. Ja, spielen noch mehr Leute mit. Oder weitere Spieler einlesen. Na, erwarten einfach ein W für weiter. Ja. Wie kann man das machen? Dann prüfe ich einfach, ob meine Eingabe weiter entspricht. Hochkommata, natürlich. So. Hier würde ich jetzt die Schleife mindestens einmal durchlaufen. Würde einen Namen, Benutzernamen einlesen, weil um ein Spiel starten zu können, muss ich mindestens einen Namen haben. Und dann werde ich gefragt, ob weitere eingelesen werden sollen und kann dann entsprechend darauf reagieren. Und wenn ich dann ein B habe, springe ich wieder hier hoch und mache einen zweiten Durchlauf. Dass dieses Programm liest Benutzernamen ein, da heiße ich Harald. Wenn ich auf Enter drücke, werde ich gefragt, weitere Spieler, ja. Und Benutzername 2 eingeben. Das heißt, ich könnte hier noch, wenn ich möchte, mein Programm noch schöner designen und sagen, ich fange an bei I1 zu zählen und gebe hier aus I.Benutzername eingeben, den I.Benutzername eingeben und würde, wenn ich hier weitermache, I++ und ich werde auch 2 erste Benutzernamen eingeben, Harald, weiter zweiten Benutzernamen eingeben. Nun noch mehr Spieler, ja, noch mehr Spieler, Lisa macht mit, noch mehr Spieler, ja, der Michael macht mit, weiter, der Martin macht mit, weiter, die Renate macht mit, nein und fertig. Dementsprechend habe ich hier jetzt eine Spielereingabe realisiert. Und hier macht es durchaus Sinn, eine fußgesteuerte Schleife zu haben, weil wir müssen mindestens eine Eingabe tätigen und dann prüfen wollen, ob wir da weitermachen wollen. Nein. Und machen wir dann hier ganz weiter. See out. Okay. Das Spiel kann starten. So. Und wenn ich hier Eingabe W habe, kann ich natürlich auch sagen, I++ wird nur erhöht, wenn ich ein W eingegeben habe. Das mache ich natürlich wieder in einem Block. So, und dementsprechend kann ich hier dafür sorgen, dass I auf 1 bleibt, wenn ich auch tatsächlich nur einen Spieler habe. Und nur wenn ich einen zweiten eingeben möchte, mein I erhöhen. Dementsprechend kann ich sagen, es spielen aktuell die Spieler mit Endline. So, führe ich das mal aus. Ich mache mal nur einen Spieler, Harald, nein. Okay, das Spiel kann starten. Es spielen aktuell ein Spieler mit Speil. Ja, okay. Endline. Ja, ich kann ja auch die Aufgabe. Ich lasse es einfach mal so. Harald. Weiter. Martin. Weiter. Lisa. Nein. Okay. Es spielen aktuell 3 Spieler mit. Ja, gut. Also das ist ein Beispiel für eine Do-While-Schleife. Und eine While, ja gut. Bei einer While haben wir das gesehen. Da muss ich von vornherein bei der Bedingung schon wissen, wenn ich Eingabe, wenn das sein soll, wenn was eingelesen werden soll, muss ich gucken, dass ich
Eingabe zumindest einmal einlese. Das heißt, ich kann ja auch so machen, dass die Eingabe automatisch auf W ist, dementsprechend einen Durchgang erzwinge und dann kann ich es auch so machen. Das hätte auch funktioniert. Das tut das Gleiche. Nur dafür müsste ich halt von vornherein dafür sorgen, dass ich schon entsprechend den Wert habe. Gibt es jetzt keinen Unterschied, wenn man das so gemacht hat, ist es auch okay. So. Aber ich persönlich finde das halt diese Variante einfach viel schöner und viel ja, eleganter, wenn man das so macht. Da muss man nicht zwangsläufig hierfür sorgen. Wenn man das nämlich mal vergisst, dann hat man hier kein Problem, weil man dafür sorgt, dass man möglichst einmal hier reinspringt, so oder so. Das heißt, wenn ihr eine Schleife programmiert, wo ihr unbedingt mindestens einmal reinspringen wollt und sollt, dann würde ich eine fußgesteuerte nehmen. Jetzt sind wir nicht anhand von Eingabe abhängig. Bei der Variation sind wir davon stark abhängig, dass wir dafür sorgen, dass wir hier schon W drin haben, damit unser Programm so verläuft, dass wir mindestens einmal reinspringen. Das heißt, wir sind gerade ganz schön abhängig und wenn das hier oben schon schief geht, aus welchem Grund auch immer, haben wir natürlich ein gewaltiges Problem. Das Spiel kann starten mit einem Spieler. Ja, okay. Nicht sauber. Gut. Ich würde mal sagen, an der Stelle reicht es erstmal. Das war wieder richtig trocken und richtig träge auch. Aber ja, so ist es halt nur manchmal. Die Vorschleife werden wir als nächstes kennenlernen. Die haben wir schon bereits gesehen. Da gehe ich nächstes Mal kurz drauf ein. Und werde dann gleich übergehen in die Sprunganweisung. Break und Continue. Und wahrscheinlich im übernächsten Video lernen wir dann endlich die Funktion kennen, was Deklaration, Definition von Funktion auf sich hat, Funktionsparameter, Rückgabewert, all das, was ich ja in den ersten Videos etwas angeschnitten habe, werden wir endlich genauer besprechen. An der Stelle danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.